Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Ritzert und ich darf Sie wiederum recht herzlich zu unserem neuen Blogbeitrag Nummer 15 begrüßen. 10 typische Einwände von Verkäufern und warum es nicht zum Abschluss von Makleraufträgen kommt. Sie kennen das alles im Daily Business. Ich wünsche nicht, dass Sie es kennen, aber es wird wahrscheinlich so sein bei vielen, dass Sie immer wieder vor der Situation stehen. Kurz vor Mandatsabschluss gibt es einen Dialog, der überhaupt nicht in Ihre Strategie reinpasst, in das, was ich eigentlich vorgestellt habe. Sie haben alles gut und richtig gemacht, Sie haben sich präsentiert, Sie haben sich positioniert und Sie stehen jetzt kurz vor der Mandatsunterschrift mit Ihrem Verkäufer. Und was macht dann der Verkäufer? Er unterschreibt nicht, weil er Ihnen unter anderem 10 typische Einwände liefert. Nicht eine, 10 nacheinander, aber es kann eben sein, dass jeder Verkäufer einen von diesen 10 typischen Einwänden vorbringt. Und mir geht es darum, in diesem Blog Ihnen zu zeigen, wie Sie damit umgehen können. Weil das sind auch alles Automatismen. Wenn Sie trainiert sind, kann Sie nichts überraschen. Und wenn Sie wissen, was kommt, haben Sie eine Antwort parat. Es geht nicht darum, ihn zu überreden, aber Ihnen ganz einfach im Dialog aufzuzeigen, dass das, was er als Einwand oder Vorwand bringt, eben ganz einfach aufzulösen ist. Also lassen Sie uns mal über die 10 typischen Einwände von vielen anderen auch noch. Aber das sind die 10 typischen Einwände, die in der Häufigkeit immer wieder vorkamen, kurz vor Mandatsunterschrift. Einwand Nummer 1 eines Verkäufers kann sein, wenn ich Ihnen einen Auftrag gebe und bei Ihnen dann ein weiteres Haus kaufe, ich verkaufe mein Haus über Sie und kaufe ein neues Haus, werden Sie dann auf Ihre Provision verzichten, lieber Herr Makler? Fragen Sie sich bitte selbst, was würden Sie antworten und was haben Sie die ganze Zeit darauf geantwortet? Zweiter Einwand von den 10, der kommen kann, ich habe den Makler, bei dem ich das Haus gekauft habe, bereits versprochen, auch dieses Haus über ihn zu verkaufen. Was antworten Sie drauf? Einwand Nummer 3. Den Marketingplan haben mir andere Makler auch vorgestellt, lieber Herr Makler. Aber was unterscheidet Sie denn von den anderen Maklern? Was unterscheidet Ihre Aktivitäten von denen der anderen Makler? Was macht Sie besser oder welchen Nutzen bringt es mir mehr? Vierter Einwand, den wir auch dann gleich nochmal im Detail besprechen werden. Warum ist denn Ihr Preis so viel niedriger als der von anderen Maklern? Andere Makler haben mir deutlich mehr für mein Haus geboten. Diesen Einwand werden wir auch gleich nochmal genau dezidiert besprechen. Fünfter Einwand, ich will das Haus erst dann verkaufen, wenn ich mehr dafür erzielen kann. Tja, wenn wir alle wüssten, was es mehr bringt, aber das sind Einwände, die kommen. Kennen Sie bestimmt auch. Sechster Einwand, wie viel Marketing werden Sie denn machen? Da ich sehr viele Aktivitäten erwarte. Ich zahle aber keine Provision, erwarte aber viele Aktivitäten von Ihnen. Also, wie gehe ich damit um? Siebter Einwand, den wir ebenfalls besprechen werden heute in diesem Blog. Sie haben sehr wenig Objekte auf Ihrer Webseite. Da haben Sie doch bestimmt nicht so viele Kunden. Wenig Objekte, wenig Kunden. Ist erst einmal in der Verkäuferwelt eine gar nicht so abwegige Interpretation. Wie gehe ich damit um? Erkläre ich Ihnen gleich. Achtens, ich möchte erst ein neues Haus kaufen, bevor ich dann meins verkaufe. Tja, jetzt haben Sie ein wunderschönes Haus im Mandat, wollen es verkaufen, aber der Kunde unterschreibt nicht, weil er erst was Neues kaufen möchte. Wie gehe ich damit um? Sage ich ja, okay, dann warten wir halt nochmal 2 Jahre oder versuchen Sie eben dann mit trainiertem Wissen den Kunden doch zu motivieren, dass er Ihnen das Mandat vorgibt, bevor er sein neues Haus kaufen wird. Sie haben wenig Objekte, die das gleiche Preisniveau haben wie meins. Mein Haus kostet 2 Millionen, aber ich sehe bei Ihnen nur Eigentumswohnungen von 200.000 Euro. Wie gehen Sie damit um? Und zehntens, von vielen anderen auch noch, die es gibt, wir haben schlechte Erfahrungen mit anderen Maklern gemacht und wollen es nicht wieder binden. Wie gehen Sie damit um? Sie sehen, das ist das klassische Daily Business. Aber bitte keine Angst davor. Wenn Sie wissen, was Sie zu antworten haben, ist alles auch wirklich kein Hexenwerk mehr. Als guter Verkäufer haben Sie bereits die Antworten auf die Fragen, die der Kunde noch gar nicht gestellt hat. Und in dem Zusammenhang wird er Ihnen hier Fragen stellen und mir geht es darum, dass Sie eben auch die Antworten haben. In einem Training ist es so wichtig, eben diese ganz große Kommode zu kennen. Kommode heißt, da sind Schubladen drin. Schubladen sind mit Wissen gefüllt. Die Herausforderung wird später nie sein, das Wissen zu verstehen. Relativ simpel. Die Herausforderung wird sein, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Schublade auszuziehen. Und das geht eben nur mit Wissen und mit Training. Und das sind Automatismen. Deshalb möchte ich Ihnen jetzt einmal 2 Lösungsansätze geben von den 2 Einwänden, die wir gerade eben angesprochen haben. Einwand Nummer 4 war gewesen, Sie erinnern sich, warum ist Ihr Preis denn so viel niedriger als der von anderen Maklern? Tja,
Was antworten Sie drauf? Sie haben jetzt bewertet, eingewertet, haben einen guten Grund gehabt, den Preis X zu nennen und stellen jetzt aber fest, dass drei andere Kollegen einen deutlich höheren Preis positioniert haben. So, was antworten Sie drauf? Fragen Sie immer wieder positive Reflexion, Verständigungsfrage, Bumerangtechnik. Ganz einfach. Reflexion kann ich gut verstehen, lieber Herr Verkäufer, wenn mein Preis jetzt erstmal auf dem Papier günstiger ist als der von den Kollegen. Reflexion, Bumerang, Gegenfrage. Bumerangtechnik heißt, lieber Herr Verkäufer, dann stelle ich mal die Frage, was hat denn die anderen Makler dazu geführt, einen höheren Preis Ihnen abzugeben oder zu belegen? Ich habe Ihnen belegt in meiner Präsentation Folgendes. Da gehen Sie die Marktanalyse durch. Sie zeigen die Marktanalyse, zeigen Sie Ihre Bewertung, egal was für eine Sie haben, und zeigen Sie Ihren Research. Sagen, und das Ergebnis, lieber Herr Verkäufer, habe ich hier abgebildet. Das heißt, meine Frage wäre eigentlich die, die Sie den anderen Kollegen stellen sollten. Wie kommen denn diese Kollegen auf den höheren Preis? Unter der Annahme, wir haben den gleichen Markt vor Augen. Den haben wir vor Augen. Sie sehen jetzt hier, zeigen Sie Ihrem Kunden ganz genau, dass vergleichbare Häuser, gleiches Baujahr, Größe und so weiter, eben Preis X kosten. Dann kann es unmöglich einen höheren Preis geben. Und Sie stellen dann die Abschlussfrage, lieber Herr Verkäufer, was glauben Sie denn, könnte der Grund gewesen sein, dass Kollegen dieses Haus, obwohl der Markt, ja, sehen Sie gerade vor, der gleiche Markt, obwohl der Markt ja den Preis X belegt, was könnte der Grund denn gewesen sein, warum der Makler Ihnen einen deutlich höheren Preis suggeriert hat? Obwohl er ja, wenn er den gleichen Markt vor Augen hat, das haben wir ja, eben zum gleichen Ergebnis wie ich kommen müsste. Was glauben Sie, könnte der Grund sein, lieber Herr Verkäufer? Sie nicken ihn an. Ganz klar, er will ohne großen Widerstand das Mandat bekommen. Ganz klar, kein Widerstand, höherer Preis. Nur die Frage stellt sich, wie sollte man diesem Kollegen letztendlich Vertrauen im Sinne von Mandat anvertrauen, wenn er eben schon mit diesen Werten in den Markt geht? Es darf eben nicht über den Markt hinaus sein. Heißt also, die Übersetzung heißt ganz einfach, Gegenfrage, die Frage, die sie stellt ist, was hat der Kollege denn bewertet? Wie kam er denn zu einem höheren Preis? Ich habe nie gezeigt, wie ich zu meinem Preis komme. Und der gleiche Markt, den der Kollege auch haben muss, kann eigentlich keine andere Schlussfolgerung zulassen. Oder was aber auch sein könnte, was ich hoffe, dass der Makler vielleicht noch jung im Markt ist, ja, Kompetenzfragestellung, ohne ihn zu diskreditieren. Die geht so grundsätzlich darum zu sagen, ja, die Frage stellt sich ganz einfach, jemand zu diesem Ergebnis kommen kann, wenn das Abbild eben ein anderes darstellt. Also, die Übersetzung, niedriger Preis, gar keine Angst davor haben, immer nur dann, wenn Sie auch alles richtig eingewertet haben, richtig heißt auch alles getan haben dafür. Ein Preis aus der Hüfte rausgeschossen, wird natürlich schwierig zu belegen. Aber ich betone noch einmal, wenn Sie alles das tun, was zu tun ist, Bewertung, egal wie Sie bewerten, bewerten nach NRK 2010, wenn es ein Haus ist beispielsweise, Sie haben Ihre Marktanalyse, Ihre Marktresearch und verkaufte Objekte, möglicherweise was optimal wäre, im vergleichbaren Zeitraum, in der vergleichbaren Lage, dann wird es nur schwierig sein, den anderen Preis anzunehmen, wenn Sie genauso argumentieren. Also keine Angst vor dem niedrigen Preis, ganz im Gegenteil, ganz souverän, interessant. Die Frage stellt sich auch dann, die Frage, die Sie stellen sollten, warum, wie kam er zu einem höheren Preis? Lassen Sie uns nochmal kurz in den Markt gehen, dann zeigen Sie ihm detailliert auf. Und dann kann er nichts anderes sagen, als ja, Sie haben eigentlich recht. Klar versucht er möglicherweise, den Preis höher anzusetzen. Warum? Die Frage stellt sich, weil er eben mit Ihnen das Mandat generieren möchte. Siebter Einwand, Sie haben sehr wenig Objekte auf Ihrer Website, dann haben Sie da bestimmt nicht so viele Kunden. Was antworten Sie drauf? Übersetzung beim Kunden erst einmal. Viele Objekte, viele Kunden. Wir wissen, viele Objekte heißt nicht zwingend auch viele Alleinverkaufsmandate. Viel heißt zwingend auch Alleinmandate, also ganz klassische Allgemeinmandate oder. Aber Sie wollen Ihren Kollegen ja nicht schlecht darstellen lassen, sondern Sie argumentieren jetzt mit Ihrer Leistung und sagen ganz klar, ja, lieber Herr Verkäufer, sehr interessante Frage, wichtige Frage. Warum haben wir wenig? Die Frage ist, was ist wenig? Wir fokussieren uns auf die Objekte, die wir auch verkaufen wollen und möchten und noch werden. Das heißt, so wie wir arbeiten, können wir keine 30 Objekte, 40 betreuen. Sie haben es gerade festgestellt, Besichtigung, Präsentation, persönliche Betreuung. Wenn ich 40 Objekte habe und zwei Makler, kann ich die unmöglich so betreuen, als wenn ich 10 Objekte habe und zwei Makler. Das heißt, übersetzt, die Mandate, die wir übernehmen, die wir führen, die verkaufen wir aber auch. Jetzt müssen Sie Ihre Quote ausrechnen, 80, 90, 100%, was Sie auch haben, sollte auch stimmen natürlich. Heißt also, 8 von 10, 9 von 10 Häusern verkaufen wir auch. Warum tun wir das? Weil wir eben jedes Haus auch individuell betreuen können.
Bedeutet, es ist immer wieder ein Rätsel, das können Sie mal ganz aus dem Bauch sprechen, lieber Herr Verkäufer, wenn ich Maklerkollegen sehe, die nur 2 Kollegen und 3 Kollegen haben, mehr gibt es im Regelfall auch nicht. Im Regelfall, außer Sie haben größere Unternehmen vor sich, aber Sie kennen Ihren Markt ja, 2, 3 Kollegen habe und 100 Objekte betreuen, wie soll das funktionieren? Ganz klar, wie funktioniert das? Exposé-Versand. Wir betreuen unsere Kunden persönlich. Wenn wir ihr Mandat übernehmen, sind wir überzeugt, es auch zu verkaufen. Es geht natürlich in der Besetzung immer mit der Präsentation einher. Also Sie haben ihm gezeigt, was Sie leisten, was Sie tun und er vertraut Ihnen, weil er weiß, wie Sie auftreten, wie Sie sich positionieren. Und sagen ganz klar, wir fokussieren uns wirklich nur auf die Mandate, die wir wirklich wollen und auch verkaufen werden. Und da tun wir Folgendes für, und da zeige ich Ihnen explizit, was Sie tun. Und das können Sie auch wirklich nur tun mit 10, 15 Mandaten. Das geht nicht mit 50, 60. Das geht de facto nicht. Ich schule bei großen, bei kleinen Unternehmen. Und seien Sie sicher, ab 100 Mandaten und 3 Leuten geht es nicht. Dann geht es nur noch nach Versand, Versand, Versand. Und wenn ein Kunde kommt und sagt, wunderbar, Haus verbündet, gar kein Thema, fahren wir gleich zum nächsten. Ich habe noch 3 Schlüssel dabei, schauen Sie den nächsten Neues an. Dann sind Sie im Prinzip Türaufschließer. Aber nicht der Makler, den Sie eigentlich sein wollen, dass im Prinzip die Mandate verkauft werden, die Sie auch letztendlich in Auftrag genommen haben. Also heißt übersetzt, das ist Ihr Vorteil, dass wir uns wirklich fokussieren nur auf die Häuser, die auch wirklich bei uns im Bestand im Mandat sind. Und die verkaufen wir aber auch. Also machen Sie aus der offiziellen, erstmal aus der visuellen Not, was ja keine ist, eine Tugend, sagen, ja, ganz genau. Dafür können wir gerade stehen und dafür verkaufen wir euer Haus. So, im Prinzip ist das eine mehr als einleuchtende Argumentation auch für Ihren Verkäufer, weil er sagt, ja, macht eigentlich Sinn. Ich möchte nicht einer von vielen sein, sondern ich möchte bei dem Makler sein, der wirklich mein Haus persönlich betreut und der wirklich alles dafür tut, es auch zu veräußern. Also das heißt, auch hier brauchen Sie keine Angst zu haben vor der Argumentation, gerade wenn Sie noch neu im Markt sind. Dann haben Sie oftmals noch nicht so viele Angebote, Objekte. Können Sie mit dieser Argumentation relativ einfach Ihren Kunden trotzdem motivieren, mit Ihnen ein Mandat zu schließen. Wir sehen also, es sind viele Dinge, die es zu wissen gilt. Wichtig ist nur, Sie können es erlernen, indem Sie sich auch motivieren zuzuhören. Und das ist unter anderem Thema dieses Blogs gewesen, damit Sie wissen, dass alles das, was als Einwandvorwand kommen kann, überhaupt nichts Schlimmes ist. Sie müssen nur wissen, wie Sie damit umzugehen haben. Also, das war's für heute. Zum heutigen Blog, 10 typische Einwände von Verkäufern, warum es nicht zum Abschluss von Makleraufträgen kommt. Ich freue mich auf Sie, bis zum nächsten Mal. Michael Ritzert.